Ja, hallo liebe Schnorchelfreunde. Ich gehe das erste Mal in diesem Jahr schnorcheln in der Ostsee. Heute ist schön windstill, es ist einigermaßen warm. Ich habe einen 3 mm Neoprenanzug an. Ja, ganz so hart bin ich dann doch nicht. Und wir werden mal gucken, was sich hier unter Wasser heute so verbirgt. Ich denke mal, die Sicht sollte ganz gut sein. Das ist ja auch nicht immer so hier in der Ostsee, jedenfalls am Badestrand. Aber da werden wir heute mal ganz genau nachschauen. Und was wir alles so finden, das seht ihr in diesem Video. Ich hatte noch nie so einen langen Neoprenanzug an, aber man wird ja, wenn man älter wird, auch ein bisschen weicher. Und ja, jetzt mache ich mich mal ein bisschen bereit. Und dann geht's los. Jetzt Anfang Juni ist das Wasser natürlich schon einigermaßen aufgewärmt und so konnte ich mich gut gewärmt durch den Neoprenanzug ganz entspannt der Unterwasserwelt widmen. Getroffen bin ich natürlich gleich am Anfang auf Strandkrabben, ja die wandern hier tatsächlich die ganze Zeit durch die Gegend, auch wenn man das gar nicht so denkt, aber sobald man sich eine Maske aufsetzt, mal ein bisschen schnorchelt und in der Gegend herumsucht, findet man diese Krabben sofort. Und Ohrenquallen, die gibt es natürlich auch in der Ostsee zuhauf. Ja, und ich finde diese Tiere wirklich sehr, sehr schön. Die meisten finden sie etwas eklig, aber schaut man sich mal dieses Bild an, da sieht man wirklich, dass diese Ohrenquallen, die unter Wasser entlang schweben, eigentlich wirklich sehr wunderschöne Tiere sind. Ja, es gibt aber auch Meeresbewohner, die ganz gerne mal ein bisschen auf Krawall aus sind. Ja, so wie dieser Meeresbewohner eben. Was könnte das wohl sein? Natürlich ist es eine Strandkrabbe, die ein bisschen getarnt ist, denn auf ihrem Panzer wachsen ein paar Algen. Ja, und das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, ein bisschen gespenstisch. Und die Krabbe, die hat dadurch, glaube ich, ein sehr starkes Selbstbewusstsein, denn sie hat immer wieder versucht, die Kamera anzugreifen. Wahrscheinlich hat sie sich in der Kameralinse gespiegelt und somit hat sie versucht, das Duell mit einer ebenbürtigen Krabbe auszufechten. Tja, ich habe das Duell natürlich sehr gerne angenommen und die Krabbe konnte natürlich hier und da mal ein bisschen an der Kamera herumschrabben. Das hält natürlich so eine Actioncam wunderbar aus und die Krabbe, die konnte sich da auf jeden Fall, was das Selbstbewusstsein angeht, ordentlich stärken. Ja, gestärkt hat sie sich dann nach dem Duell natürlich auch, denn unter Wasser findet so eine Krabbe allerhand Fressbares und so kann sie hier erstmal ganz in Ruhe ein bisschen was snacken. Tja, sieht wirklich sehr kurios aus, habe ich so auch noch nie gesehen, aber ich hoffe, das war nicht die letzte Begegnung mit so einer Krabbe. Und wenn man dann in etwas tiefere Regionen abtaucht, dann wird es natürlich auch ein bisschen spannender, denn in der Ostsee wächst natürlich allerhand. So zum Beispiel das schöne Seegras, aber auch andere Algen wachsen hier unter Wasser und da können sich einige Tiere wunderbar drin verstecken. Tja, die Ostsee ist natürlich leider nicht wie so ein Korallenriff, wo man bloß von einer Koralle zur nächsten schwimmen muss und schon hat man allerhand Fische gesehen. Das ist natürlich hier in der Ostsee nicht so möglich, denn ganz so viele Fische oder auch andere Meeresbewohner findet man hier nicht. Aber wenn man genauer hinsieht, sieht man trotzdem hier und da das pure Leben. Und für mich persönlich ist die Ostsee immer wieder ein spannendes Erlebnis. Man muss sich nur trauen, etwas tiefer hinaus zu schwimmen und schon findet man wirklich ganz tolle Lebensräume, die manchmal mystisch und manchmal wirklich sehr, sehr spannend anmutend sind. Ja, denn auch hier gibt es natürlich Krabben, Quallen, aber wenn man Glück hat, trifft man eben auch mal auf Fische. Es ist immer wieder spannend, von der Wasseroberfläche abzutauchen und zwischen den Seegraswiesen ganz genau Ausschau zu halten, was sich da drin verbirgt. Meistens findet man tatsächlich gar nicht so viel. Die meisten Fische sind nämlich sehr, sehr klein und auch sehr, sehr schnell. Zu schnell für meine Kamera leider, sodass sie auch immer wieder ganz schnell weggeflitzt sind und ich keine Aufnahme machen konnte. Ja, aber das Aufgeben, das kam für mich natürlich nicht in Frage und ich kann schon mal verraten, am Ende wurde ich auch belohnt. Ja, denn nur weil man nichts sieht, heißt es noch lange nicht, dass auch nichts da ist. Denn hier unten verbirgt sich tatsächlich ein Fisch, den man wahrscheinlich erst auf dem zweiten Blick sieht. Ja, also musste ich natürlich wieder abtauchen, um mal ein bisschen dichter zu kommen. Alles natürlich vorsichtig, denn ich wollte natürlich nicht, dass der Fisch wegschwimmt. Und hierbei handelt es sich um eine Flunder.
Ja, so eine schöne große Flunder habe ich tatsächlich beim Schnorcheln auch noch nicht gesehen. Die war zudem auch noch sehr entspannt und lag einfach hier gut getarnt im Seegras drinne. Ja, die hat man auch wirklich kaum gesehen. Ich habe sie bloß vorher entdeckt, weil sie sich bewegt hat. Ja, und leider meldet sie sich da natürlich mein Akku, wie das immer so der Fall ist nach anderthalb Stunden Schnorcheln. Aber dieses Outro habe ich glücklicherweise schon vorher aufgenommen. Vorbereitung ist alles. Und ich hoffe, du schaust dir jetzt auch noch eines unserer weiteren Videos an und planst natürlich auch schon deinen nächsten Schnorchelausflug. Bis dahin, sei immer schön mit Neugier unterwegs. Mach's gut!